Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich einen neuen Adventskalender für dich und zwar ist es dieser Adventskalender. Ja, ich glaube, das ist der L'Oreal-Adventskalender, wenn mich nicht alles täuscht. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, dieses Jahr hat L'Oreal keinen eigenen Kalender rausgebracht, aber dafür gibt es diesen Adventskalender, in dem sich die ganzen Marken verbergen, die die Firma L'Oreal aufgekauft hat. Das ist Lancôme. Das ist Kiehl's, Biotherm, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani und so weiter. Das ist dieser Luxus-Adventskalender, den man quasi bei Douglas & Co. kaufen kann. Und ihr habt mir ständig in die Kommentare geschrieben, Mensch, Claudi, mach doch mal den L'Oreal-Adventskalender auf. Und ich so, ja, aber welchen? Gibt's nicht, ne? Und dann habe ich ein bisschen recherchiert und den hier gefunden. Und ja, ich bin sehr gespannt, was sich hier drin verbirgt. Angeblich Produkte im Wert von 200 Euro. So steht es auf jeden Fall auf der Verpackung drauf und da bin ich sehr gespannt. In diesem Video gibt es übrigens auch was zu gewinnen. Und zwar ist das dieses Lancôme Set. Das ist mit einer Foundation, einer Mascara und einem Lippenstift. Was du dafür tun musst, steht alles unten in der Infobox. Schau einfach mal vorbei. So, ja, dieser Adventskalender ist so groß, der passt hinten leider nicht in mein Billigregal. Das ist ein bisschen blöd, das heißt, der darf hier die ganze Zeit bei mir stehen bleiben. Er besteht aus 24 Boxen. Was ich persönlich super finde. Dann stand, glaube ich, auch irgendwas drauf, dass es alles Proben sind, also Luxusproben. Finde ich auch nicht so schlimm, denn dann hast du halt etwas größere Produkte oder etwas größere Proben, sage ich mal, von einer hochwertigen Marke, dass du erstmal für eine Weile testen kannst, ob dir das Produkt überhaupt zusagt, ob du das überhaupt in deinem Gesicht verträgst zum Beispiel oder ob du es dann doch nicht brauchst, ne? Finde ich immer ganz gut. So, hinten drauf war auch so ein Viech, wo halt die ganzen Produkte draufgeklebt waren. Das habe ich abgemacht. Du hast hier so einen Ständer, damit könnte man den Adventskalender richtig aufstellen. Das finde ich richtig praktisch, richtig toll. Und hier oben hast du Aufhängeviecher, dass man den auch theoretisch aufhängen könnte. Das ist auch ein Aufhängevieh. Das finde ich gut gemacht. Was ich nicht so gut gemacht finde, ist, dass quasi die Boxen, die sich hier in diesem Adventskalender verbergen, überstehen. Das heißt, du musst irre vorsichtig sein, wenn du das Ding bewegst. Ansonsten fällt dir alles nach vorne raus. Das hängt da nicht oder ist da nicht allzu fest drin. 59,99 kostet der Adventskalender und ich habe ihn für 47,99 gekauft, weil ich einen 20% Rabattgutschein hatte. So, und ja, ich will nicht lange schnacken. Los geht's. In der Hoffnung, dass mir der Adventskalender nicht runterfällt, lasse ich den einfach mal dort vorne stehen. Ich hoffe, es funktioniert. Mal gucken. Wenn man die Box rausnimmt, dann steht hinten auf der Rückseite des Kalenders immer was drauf, womit quasi die Produkte gespoilert werden. Das werde ich jetzt aber nicht vorlesen. Und hier sind scheinbar keine Etagen drin, das heißt, die Boxen knallen dir immer so runter. Naja, wir starten mit der Nummer 1. Oh, ist das süß. Oh, ist das süß. Das ist eine Miniatur von dem La Vie est Belle von Lancôme. Das habe ich tatsächlich auch in Normalgröße bei mir stehen. Das ist ein ganz, ganz toller weiblicher Duft, der mir unfassbar gut gefällt. Kann ich nur empfehlen. Und ist das nicht niedlich? Es gibt so viele Leute, die diese Mini-Flakons sammeln. Mega praktisch. Die Nummer 2. Oh schön, hier haben wir was von Kiehl's drin. Das ist die Ultra Facial Cream. 7 ml sind enthalten. Das ist eine 24 Hours Daily Lightwear Foundation Hydrating Formula for Healthy Looking Skin with Glacial Glycoprotein. Okay, ja, das ist eine feuchtigkeitsspendende Gesichtscreme. Ja, die hat einen ganz leichten Duft, also riecht quasi nach nichts, nur ganz leicht nach Creme, ganz klassisch nach Creme, aber nicht aufdringlich, voll sanft. Also das muss man wirklich sagen, wenn du nicht so gerne Parfümstoffe oder sowas magst oder diese krassen Düfte, ist es wahrscheinlich auch eine ganz gute Geschichte. Die Nummer 3 ist ganz schön schwer. Jo. Da haben wir auch so eine Tube drin, 75 ml von dem Si Passione von Giorgio Armani. Das ist eine Bodylotion. Das generelle oder normale Giorgio Armani Si hatte ich schon mal, habe ich leider Kopfschmerzen von gekriegt. Da muss ich gucken, ob ich das vertrage. Also das riecht eigentlich ganz gut. Es riecht auch so ein bisschen mehr ins Fruchtige. Also wie das Giorgio Armani Si riecht, nur halt ein bisschen fruchtiger noch mit dabei. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Muss ich mal gucken. Ja.
Ja, das mit dem Kalender im Hintergrund funktioniert leider dann doch nicht so, weil der mir hier gerade fast runtergeknallt ist. Ich lege den mal lieber neben mich. Das ist ein bisschen sicherer gerade. Okay, dann gehen wir mal zu der Nummer 4. Da haben wir dieses Kläppchen oder diese Box. Okay, und da haben wir jetzt passend dazu das Giorgio Armani C. 7 ml sind hier enthalten. Das ist das Parfüm, was ich ja schon habe und wo ich leider Kopfschmerzen von kriege. Nee, das sieht aber ein bisschen anders aus, oder? Das hat so einen Ombre-Verlauf. Das sieht etwas anders aus. Was ich halt bei solchen Flakons immer etwas schade finde, ist, dass sie halt keinen Zerstäuber haben, ne? Ja, es riecht ein bisschen sanfter, muss ich sagen. Muss ich mal schauen, aber es riecht auf jeden Fall ganz gut. Vielleicht, na nee, jetzt kommt der Duft durch. Ja, nee, das ist das, was ich nicht vertrage. Schade. Aber ich überlege, dass ich so einen Miniaturen-Adventskalender mache oder ein Parfümproben- und Miniaturen-Adventskalender. Da habe ich ja in einiges drin gehabt. Mal gucken. Das ist so eine kleine Idee von mir. Ich sammle die jetzt gerade so ein bisschen. Die Nummer 5. Hier haben wir etwas von Biotherm, das Live Plankton Elixier. 7 ml sind hier enthalten. Und das hatte ich mal in einem Produkttest, glaube ich. Da habe ich die, genau, die einzelnen Sachets gehabt und habe es getestet. Das hat nicht so gut gerochen. Das mochte ich nicht so gerne. Von der Wirkung her habe ich auch nicht so viel gefühlt. Das war auch irgendwie, Aber schön finde ich das hier auf jeden Fall gemacht, dass es so hochwertig ist, ne? Mit einer kleinen Pipette. Und es sieht hübsch aus. Und es ist halt nicht einfach nur so ein Pröbchen, sondern es ist schon so ein Tester, wie man ihn auch gerne hat, sage ich mal. Dann schauen wir uns mal an, was dieser Adventskalender zu Nikolaus zu bieten hat. Das muss ja eigentlich auch ein Produkt sein, was kracht. Die 1 hat schon ganz gut gekracht, also das ist auch immer ein wichtiges Kläppchen für mich. Die Nummer 6 müsste auch krachen. Oh, sie kracht. Ja, hier haben wir ein Yves Saint Laurent Produkt drin und das scheint mir ein Lippenstift zu sein. Das ist ein Lippenstift. So ein richtig schönes, weihnachtliches Rot. So ein Lippenstift gehört ja natürlich in jeden Adventskalender mit rein. Also rot, genauso wie ein roter Nagellack und ein schwarzer Kajal. Den hast du meistens in jedem Adventskalender mit drin. So, dann schauen wir mal die Nummer 7 uns an. Das ist dieses Teil und es ist ganz schön groß und schwer. Scheint auch wieder so eine Bodylotion oder sowas zu sein. Das ist eine Cleansing Shower Milk. Aha. 75 ml sind hier enthalten und das ist eine reinigende Duschmilch mit ultrafeuchtigkeitsspendenden Wirkstoffen und ätherischen Zitrusölen. Ah, Zitrus mag ich ja nicht so gerne. Oh, das riecht aber ganz extrem zitrisch, ne? Muss man mögen. Die 8 haben wir wieder ein goldenes Büchschen. Oh Gott, ist das leicht. Als wäre da gar nichts drin. Ah doch, das hatte ich auch schon mal in einem anderen Adventskalender. Bifacil. Das ist ein Yeux Sensible, also für sensible Augen, ein Make-up-Entferner. 15 ml sind hier enthalten. Das ist für mich perfekt. Das finde ich großartig. Von Lancôme übrigens geil. Wenn es denn dann auch irgendwie die Geschichte von den Augen richtig runternimmt, was ich hoffe. Ne? Ich habe es noch nicht ausgetestet aus dem anderen Adventskalender, wo ich das schon her habe. Und boah, ich kriege gerade von dem C-Parfüm, was ich gerade gerochen habe, so Kopfschmerzen, Leute. Gar nicht gut. Oh je, die Nummer 9. Puh. Aqua Pure von Biotherm. Super Concentrate. Das ist 5 ml. Okay, irgendein Konzentrat. Morgens und abends auf das gereinigte Gesicht auftragen. Aqua Pure. Ja, das ist ja ganz niedlich, ne? Das ist nicht mal ganz gefüllt, dieses Tüppchen. Das ist irgendwie traurig, aber gut. Ja, gibt dann wohl Feuchtigkeit. Da ist die Nummer 10. Kiehl's Lip Balm Nummer 1. Okay, das ist 15 ml ein Lippenbalsam von Kiehl's. Das kannst du jetzt in der Winterzeit eigentlich ganz gut gebrauchen. Ne? Formulated with Squalane and Ich kann nicht mehr reden. Okay, das ist irgendwie mit Antioxidantien, Vitamin E und ja, befeuchtet deine trockenen Lippen. Ja. Ja. Ne? Cool. Die Nummer 11. Huch, ist ganz schön groß, aber nicht wirklich gut befüllt. Also nicht voll. Ist immer so interessant, ne? Das sind so riesen Pakete und du hast da nur so ein bisschen drin. Naja, von Kiehl's Ultimate Strength Hand Salve. Das ist eine Handcreme, das ist sehr, sehr witzig. 30 ml sind hier enthalten. Die hatte ich tatsächlich auch als Goodie mit dabei, als ich den Adventskalender gekauft habe auf Douglas.
de. Ja, läuft. Kiehl's mag ich ja ganz gerne, ne? Das ist eine ganz interessante Marke. Aber wenn du das sowieso bei der Bestellung schon automatisch gratis mit dabei hast, dann ist es irgendwie schade, wenn es im Adventskalender auch drin ist, oder? Das finde ich schade. Hätte nicht. Nee, das ist doof. Das ist. Nee. Halbzeit. Wo ist sie denn? Die Nummer 12. Die fühlt sich schwerer an. Und da darf auch gerne irgendwas Highlight-mäßiges drin sein. Ist auch ein bisschen größer. Oh, La Nuit von Tresor von Lancôme. Das ist auch ein parfümiertes Duschgel. 50 ml sind hier enthalten. Und das riecht schon hier aus der Packung raus. Oh, wow. Oh, wow. Moschus, hallo. Ja, also das ist eher was für... Ja, für meine Schwiegermama in Spee. Die hat nämlich Tresor, glaube ich. Ne? Also ich glaube nicht, dass dieser Adventskalender irgendwas für jüngere Mädchen sein wird. Also das ist schon was für Frauen, definitiv. Ne? Also von den Düften her, von dem Inhalt her, das ist definitiv eher was für Frauen. Oder man sagt, die Tochter und die Mutter teilen sich den vielleicht. Ne? Die Nummer 13. Aqua Glow von Biotherm, ein Super Concentrate, Live Plankton Water plus Glycerin und Vitaminkomplex. 5 ml sind hier enthalten und ja, das ist eine kleine Größe. Das hier ist ein Tübchen, ein Mini-Tübchen in rosa. Das mag ich ja schon wieder, ne? Süß. Es soll dir dann quasi ein Glow ins Gesicht geben und gleichzeitig Feuchtigkeit spenden. Irgendwie so. Gut, dann gehen wir mal weiter und nehmen uns die Nummer 14 vor. Das ist dieses rote Büchschen. Ihh, da ist Kleber drauf. Mmh. Wie kommt der denn dahin? Das ist ja Iber. Bei so einem hochwertigen Adventskalender. Leute, Leute. Lancôme Teint Idol Ultra Wear. In der Farbe 03 Beige Diaphane 5 ml. Hä? Ja, das hast du hier ja auch drin, ne? Das ist ja großartig. Wie witzig ist das bitte? Okay, ist es das gleiche? Witzig. Das wusste ich nicht. Das ist echt witzig. Das ist die gleiche Farbe, wa? Jo. Du hast auch die Shade 03, das ist ja cool. Ja. Ne? Wird demnächst mal getestet. Ob das wo passt? Komm, wir gucken mal, ob die Farbe passen könnte. Das ist ja hier. So jung kommen wir nicht nochmal zusammen. 03 ist immer so eine Sache, ne? Foundation im Adventskalender ist auch immer so eine Sache. Gut, klar, die Foundation verlosen ist auch immer so eine Sache, aber ihr wisst jetzt ja oder seht jetzt ja, welche Foundation-Farbe das ist. So, hier habe ich so einen Klecks drauf gemacht, so einen Mini-Klecks. Jetzt habe ich immer noch was an den Fingern, an drei Fingern, super. Verblende das. Ui, das sieht aber recht, wobei, ja komm. Nö, das geht klar. Das geht klar. Sieht auf der Hand natürlich etwas dunkel aus, weil meine Hand jetzt nicht so braun ist, ne? Aber ich denke, im Gesicht hat auch einen leichten Parfümduft mit dabei. Doch, aber ich glaube, das kann was werden. Ne? Doch. Doch, 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 doch. Man muss sich das nur einreden, Claudia. Man muss sich das nur einreden. 15 haben wir hier. Das ist auch wieder so ein kleines 5-Milliliter-Tübchen von Lancôme. Renergie Multilift Ultra. Das ist eine Antifaltencreme. Ja. Und soll den Hautton quasi anpassen, angleichen, wie auch immer. Mit dieser Creme holst du dir das ideale Einstiegsprodukt in die Anti-Aging-Pflege zu dir ins Badezimmer. Das steht da hinter der Box auf dem Adventskalender drauf. Ich hoffe, dass ich dieses... Nee. Schade, ich dachte, ich könnte diese Rückwand auch irgendwie mit rausnehmen, weil so ist es dann natürlich schwer, den Adventskalender wieder zu verwenden, ne? Tricky, tricky. Bin ja immer so ein Fan von Weiterverwendung und so. Recycling! Sie ist groß, sie ist pink, sie ist leicht. Ist da überhaupt was drin? Naja. Biotherm Blue Therapy Red Algae Uplift. Das ist eine Visible Aging Repair Firming Rosy Cream. 10 ml sind hier enthalten. Und ich meine, die hatte ich tatsächlich dieses Jahr auch schon in einem anderen Adventskalender. Ja, mit Lifting-Effekt für sichtbare Regeneration. 10 ml ist jetzt auch mal etwas größer. Das finde ich auch ganz schön, ne? Kann man wohl machen. Die Nummer 17 ist schon wieder etwas schwerer. Und sie enthält eine Parfümprobe von Giorgio Armani C. Hä? Fiori? Achso, das andere war Fiori. Und das hier? Ist dann wahrscheinlich das andere, aber das Fiori hat mir auch schon gerade ein bisschen Kopfschmerzen gemacht. Okay, also das hier scheint dann das zu sein, was ich mal hatte. Ja, genau, ich wollte nämlich sagen, ne, das, was ich mal hatte, ist halt wirklich mit so einem
durchsichtigen Flakon gewesen mit einer ganz leicht peachfarbenen Flüssigkeit drin. Genau. Das wird noch weiter aufbewahrt für den Parfüm-Adventskalender. Die 18. Da steht Yves Saint Laurent drauf. Fühlt sich nach nichts an. Okay, ja. Puh. Ja, sowas ist eigentlich eher so mein Hassprodukt, ne? Aber das wird jetzt in meinen Parfüm-Adventskalender wandern. Yves Saint Laurent Eau de Parfum Libre. Das ist ja, ich glaube, das Neue, was die haben. Yves Saint Laurent ist auch nicht günstig. Das heißt, auch diese 1,2 Milliliter oder wie viel sind hier drin? 1,2 Milliliter werden natürlich auch ihren Wert haben. Aber es ist einfach eine Probe. 19. Die ist recht schwer wieder. Vielleicht ist da auch wieder so eine Bodylotion oder sowas mit drin. Ja. Das ist eine parfümierte Bodylotion, 75 ml von dem Giorgio Armani. Sie? Jo. Jo. Riecht danach und ja. Ne? Ja. Kriege ich wahrscheinlich Kopfschmerzen von. Schade. Mensch, Mensch. Doch, eigentlich finde ich den Adventskalender ganz okay, ne? Also du hast hier wirklich kleine Produkte drin, die du dann auch so mal testen kannst. Aber so richtig basht mich der nicht so richtig weg. Nein. Die Nummer 20. Vor allem, weil du so große Kläppchen hast und dann so Mini-Viecher drin hast. Ich meine, guck dir das mal an. Das ist doch... Lancôme Le Crayon Kohl. In der Farbe 02 Noir, wie eben schon gesagt. Das hast du immer irgendwie mal in solchen Adventskalendern drin. Das gehört auch gefühlt irgendwie echt mit rein und ist okay. Habe ich aber, glaube ich, auch schon ein paar Stück von. Genau, von dem gleichen. Weil du die halt auch ab und zu mal gratis mit dabei kriegst, wenn du bei Douglas was bestellst, ne? Ja, 21. Die haben wir hier. Lancôme Advanced Genifique. Das ist ein Youth Activating Concentrate, 5 ml. Das ist so ein Gesichtsserum, was quasi deine Jugendlichkeit, ja, hervorholen soll. Gefühlt. Ja, ne? Läuft. 22. Das ist jetzt wieder etwas schwerer. Oh ja, das hatte ich auch schon mal. Von Biotherm ein Micellenwasser und das Total and Instant Cleanser and Makeup Remover. 30 ml sind hier enthalten. Das hatte ich tatsächlich auch schon mal, ich glaube, auch mal in so einer Goodiebag oder sowas drin. Micellenwasser zur Gesichtsreinigung, ja. Zum Make-up entfernen, nein. So, wir haben schon die vorletzte Box und ich bin jetzt echt noch nicht so geflasht, ne? Die ist aber ganz schön schwer, da ist auch wieder wahrscheinlich so eine Bodylotion oder eine Duschgeschichte drin. Genau. Biotherm Eau Pure Vivifying Perfume Body Milk Hydrates Refreshes and Tones 75 ml. Das finde ich gut. Ja, wenn es jetzt halt nicht allzu sehr minzig riechen wird oder so, dann ist es gut. Ja, das geht klar. Ja. Kann man machen, ne? Ist jetzt kein Weihnachtsprodukt, aber ist okay. So, was ist jetzt in der 24? Da muss doch jetzt irgendein Cabernet-Produkt drin sein, weil es hat mich jetzt alle nicht so vom Hocker gerissen, was hier jetzt so bislang im Hintergrund rumsteht, ne? Da schauen wir mal. Die 24. Gold ist es schon mal. Groß ist es schon mal. Fühlt sich aber trotzdem sehr leicht an. Okay, das gefällt mir. Die Mascara, die du mit drin hast, habe ich jetzt auch, aber ich habe sie als Originalgröße ganz offensichtlich. Schön. Ja, Lancôme 6,2 ml. Die Hypnose Noir Hypnotic. Das ist irgendwie Volume. Das ist die Volume Mascara, weil es gibt ja von dieser Hypnose Mascara verschiedene und die ist einfach echt klassisch wunderschön, finde ich, ne? Ja, das ist ein schönes Produkt. Ich glaube, die kostet auch irgendwie 25 Euro oder so. Hat halt so ein Kunsthaarbürstchen, sage ich mal. Synthetikhaarbürstchen. Sehr fein. Also nicht sehr fein, sondern sehr schmal ist das. Aber sehr lang. Riecht muffig. Also vom Duft her mag ich die jetzt nicht so gerne. Nee. Hat auch ein bisschen was von Stallgeruch, muss ich sagen. Also das riecht jetzt irgendwie merkwürdig. Naja, haut mich jetzt nicht so um. Muss aber auf dem Auge getestet werden. Ne? Ja. Ist aber ein schönes Produkt für die 24. Das ist ein richtig Cabernet-Produkt. Ja. Haben sie gut gemacht. Ob wir die 200 Euro erreichen, bezweifle ich ehrlich gesagt. Ich glaube, der Wert ist ganz schön hoch angesetzt. Aber ich blende hier mal den Gesamtwert der ganzen Produkte ein. Mal gucken.
Ich glaube nicht, wie gesagt, dass wir die 200 Euro erreichen. Aber ich werde es nachrechnen. Da nehme ich mir dann die UVP-Preise vor von der Douglas-Seite und rechne das dann so runter. Ja, würde ich mir nochmal kaufen? Nein. Ich glaube auch, dass da jetzt nicht irgendwelche neuartigen Produkte oder so drin sind, oder? Ich glaube, letztes Jahr war das doch ziemlich ähnlich, weil ich hatte mir den vom letzten Jahr angeguckt und das war vom Inhalt her doch sehr vergleichbar. Also das sind eher so die All-Time-Favorites-Produkte. Denk an die Verlosung, alles dafür Relevante steht unten in der Infobox drin. Und ansonsten würde ich einfach sagen, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Adventskalender-Unboxings von 2019. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!